Immer wenn ich Asphalt rieche, denke ich an Maureen. Das Letzte, woran ich mich erinnern konnte, bevor mir schwarz vor Augen wurde, der schwere Geruch von Asphalt. Und das Erste, was ich sah, als ich aufwachte, war ihr Gesicht. Sie sagte, sie würde mein Bike wieder in Ordnung bringen. Umsonst, ohne Haken. Aber ich hätte wissen müssen, dass die Dinge niemals so einfach sind. Ja, wenn ich an Maureen denke, denke ich an zwei Dinge. Asphalt und Ärger. Ripburger, Sie sind ja total verblödet. Mr. Corley, hören Sie sich meinen Plan nur einmal an, meine Vision. Ich kenne Ihren Plan, Ripburger. Sie warten, bis ich abkratze, um dann meine Firma zu übernehmen. Oh, Sir, das ist nicht Ihr Ernst. Ich warte nicht darauf, dass Sie das Zeitliche segnen. Sie wissen, dass ich Sie nie leiden konnte, Rip. Aber Sie haben den nötigen Geschäftssinn und Killerinstinkte, das respektiere ich. Oh, danke sehr, Sir. Aber diese neueste Idee von Ihnen, auf unsere Aktionärsversammlung vorzufahren, zusammen mit einer Motorradgang. Wen wollen Sie eigentlich zum Narren machen? Die Aktionäre natürlich, Sir. Das ist gute Werbung und könnte unserem Image nicht schaden, wenn man uns zusammen mit echten Kunden von Corley Motors sieht. Was wissen Sie schon von unseren Kunden, Adrian? Sie haben doch selber noch nie auf einem Motorrad gesessen. Sie wissen, dass ich sehr gerne damit fahren würde, Sir, wenn ich nur nicht diese Gleichgewichtsstörungen hätte, dieses Problem im Innenohr. Ach, Ihre Ohren sind völlig gesund. Aber das, was dazwischen steckt, beunruhigt mich. Jungs, mit denen ich wirklich gern mal fahren würde. Los, gib Gas, ich will wissen, wer das ist. Weißt du, Ben, wir sind pleite. Ja? Wenn uns nicht bald ein paar Kröten über den Weg laufen, haben wir ein großes Problem. Nur die Ruhe. Ich habe so ein Gefühl, irgendwas läuft uns über den Weg. Ich meine was Großes. Ich glaube, Sie bleiben lieber hier, Rip. Der Laden ist nur für Biker zugelassen. Also schön. Wer von euch ist über mein Auto gefahren? Weshalb braucht er da drinnen nur so lange?
Vielleicht hat sich der alte Corley Ärger eingehandelt. Ja, vielleicht haben sie ihn mit nach hinten in den Hof genommen und ihm dann eins übergebraten. Eine hübsche Vorstellung, aber wohl nicht sehr wahrscheinlich. Ich glaube, er wird sie mit ein paar Geschichten aus der guten alten Zeit zu Tode langweilen. Aber Malcolm, ist das nicht illegal? Nein, damals war es das noch nicht. Also, mit wem fährst du heute? Er fährt mit mir. Obwohl ich davon überzeugt bin, dass er viel lieber mit Ihrem kleinen Club fahren sollte. Ich habe Ihnen doch gesagt, Sie sollen im Wagen warten, Ripburger. Ich habe mir gedacht, dass Sie vielleicht etwas Hilfe bei den Verhandlungen brauchen, Sir. Was für Verhandlungen? Ja, wir sind hierher gekommen, um Ihnen und Ihren Männern Arbeit anzubieten. Mr. Corley würde sich freuen, wenn Sie ihn zur alljährlichen Corley Motors Aktionärsversammlung begleiten. Sieht das hier für Sie aus wie eine Begleitagentur? Für Ihre Bemühungen würden Sie natürlich eine entsprechende Vergütung erhalten. Wir sind nicht interessiert. Es sieht aber sehr danach aus, als könnten Sie das Geld wirklich gut gebrauchen. Hören Sie, ich sagte, wir sind nicht zu mieten. Die Polecats kann man nicht mieten. Auch nicht, wenn das Malcolm Corleys letzter Wunsch wäre? Ripburger, jetzt reicht es, ich werde Sie... Warte eine Sekunde, Malcolm. Wenn's dir nichts ausmacht, würde ich mich gerne mal kurz mit Mr. Ripburger vor der Tür unterhalten. Ausgezeichnete Idee. Der Arzt sagt, dass er nur noch wenige Monate zu leben hat. Das sind für uns alle schlechte Nachrichten. Er ist nicht nur ein netter Kerl, sondern er ist auch der letzte Motorradhersteller, den es hier gibt. Was passiert mit Corley Motors, wenn er stirbt? Keine Sorge, ich habe einen Plan. Und wenn Sie uns zur Aktionärsversammlung begleiten, werden Sie herausfinden, was ich vorhabe. Keine Chance, Ripburger. Die Polecats sind keine Typen zum Mieten. Wenn Sie ein paar Muskeln kaufen wollen, sollten Sie die Rottweiler finden. Der alte Mann sagt, er will die Polecats oder gar nichts. Ich schätze, dann kriegt er wohl gar nichts. Und das ist Ihr letztes Wort? Das ist es. Hören Sie zu, ich mache Ihnen noch ein allerletztes Angebot. Bolus, nimm die Jacke und schwing dich auf sein Motorrad. Wir müssen uns um diesen Doppelzentner Abschaum kümmern. Es muss wie ein Unfall aussehen. Diese extra steife Krawatte denkt tatsächlich, ich würde ihm die Kontrolle über Corley Motors überlassen, wenn ich gehe. Mann, der kann sich auf eine Überraschung freuen. Hey, wo will Ben denn hin? Ihr Kollege hat sich entschlossen, unser großzügiges Angebot doch noch anzunehmen. Er wollte schon mal vorfahren, um sich die Strecke anzusehen. Tatsächlich. Also gut, Jungs, dann wollen wir mal.
Warnung. Im Container spielen verboten. Den Container treten verboten. Im Container schlafen verboten. Benutzung des Containers zur Entsorgung menschlicher Überreste könnte örtliche Gesundheitsvorschriften verletzen. Leere Kisten. Die sollte man platt machen, um sie zu recyceln. Nein, er kann seine Kisten selber platt machen. Irgend so ein Witzbold hat mir die Schlüssel geklaut. Das mag ich gar nicht. Aufmachen! Aufmachen! Hab die Tür repariert. Hat geklemmt. Hör zu, ich will keinen Ärger. Halt mich einfach raus aus dieser Scheiße. Mann, ich wünschte, die hätten eine Jukebox. Sieht aus, als wären dir die Kunden ausgegangen. Ja, deine Gang ist mit diesen wohlgekleideten Herren abgehauen. Also, was soll's sein, Meister? Wo sind die alle hin? Was bin ich, Reiseleiter auf einer Kreuzfahrt? Vielleicht sind sie gerade auf dem Sonnendeck. Ich glaube, du steckst in der ganzen Scheiße mit drin. Ja, aber was willst du dagegen machen? Was willst du haben? Ich suche meine Schlüssel. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Willst du was? Hast du was gegen Kopfschmerzen? Ein bisschen Mitleid. Danke. Aber nicht viel. Weißt du, was deiner Nase besser stehen würde? Was? Die Bar. Also hör auf, mich zu verscheißern. In Ordnung, in Ordnung. Ich hab deine Schlüssel, aber ich weiß von nichts. Sie hatten Pistolen.
Sie sagten, ich soll dich so lange wie möglich aufhalten. Warum? Ich weiß nicht, ich weiß es nicht. Ich habe gehört, wie sie irgendwas von einem Hinterhalt erzählten, oben an der Straße. Was noch? Nichts, wirklich gar nichts. Hör zu, Mann. Hier sind deine Schlüssel, alles klar? Irgendjemand hat was davon erzählt, dich umzubringen. Und dass es so aussehen soll wie ein Unfall. Da waren sie nicht sehr erfolgreich. Aber warum wollen sie die Polecats in einen Hinterhalt locken? Ich mach mich besser auf den Weg. Wenn ich auf der Straße bin, bin ich unverwundbar. Niemand kann mich aufhalten. Aber sie versuchen es. Bist du nicht der Nummer 1 Polecat Obermacker? Ja, und du bist mir im Weg. Gewöhn dich dran, Mann, wenn die Rottweilers auf der Straße sind, gehört sie ihnen! Hey, das meine ich ernst. Jemand will die Polecats linken. Jemand will die Polecats linken? Das reicht jetzt. Komm schon, Polecätzchen! Kommt damit hier! Ich möchte Ihnen jetzt noch ein allerletztes Malcolm Corleys letzter Wunsch. Irgendwas von einem Hinterhalt oben an der Straße. Ich habe einen Plan. Das ist ja fürchterlich. Die druckt mein Redakteur besser in Farbe. Ich sollte dir jetzt wohl besser Hilfe besorgen. Oh, hör auf zu nörgeln. Ich kenne hier jemand, der kriegt alles wieder hin. Was bist du? Ich bin Mechanikerin. Und so wie es aussieht, bin ich auch eine ziemlich gute Ärztin. Ich heiße Maureen. Ich heiße Ben. Warum hast du mir eins auf den Kopf gegeben, Maureen? Du hattest einen Unfall. Wood hat dich gefunden. Sie hat dich und dein Bike hierher gebracht. Mein Bike? Was hast du mit meinem Bike gemacht? Ich hab's von den Toten zurückgeholt. Genau wie dich. Ungefähr das Gleiche, was ich auch mit dir gemacht habe. Ich brauche allerdings ein bisschen Hilfe, um fertig zu werden. Wer bist du? Maureen, erinnerst du dich? Wenn das zu schwierig ist, solltest du vielleicht bei Mo bleiben. Hast du auch einen Nachnamen? Ich benutze ihn lieber nicht. Und was ist mit dir? Dasselbe. Dann bleibt es wohl für immer bei Ben und Mo.
Ist das eine autorisierte Corley-Werkstatt? Du könntest das hier eine autorisierte Corley-Werkstatt nennen. Aber ohne den offiziellen Papierkram. Ah, ein unrechtmäßiges Corley-Unternehmen. Nenn es lieber ein abtrünniges Corley-Unternehmen. Woher kannst du so gut mit Motorrädern umgehen? Ich bin damit aufgewachsen, mit meinem Vater daran zu arbeiten. Einen ganzen Sommer lang haben wir nichts anderes getan, als diese alte Hardtail wieder in Schuss zu bringen. Wir haben jeden einzelnen Bolzen geschrubbt, bis alles glänzte. Aber eines Tages ist er abgehauen und nie wiedergekommen. Also bin ich zu Toastern gewechselt. Wohnst du in der Stadt? Naja, Mellonweed hat nicht viel von einer Stadt. Was übrig ist, sinkt ungefähr einen halben Meter pro Jahr. Die Leute passen sich entweder an oder sie hauen ab. Ich finde das in Ordnung. Kein Gesellschaftstyp? Ich komme mit Toastern besser zurecht, das ist alles. Du scheinst dich mehr für mich zu interessieren als für dein Motorrad. Wie sieht's aus? Sieht besser aus als vorher, aber du musst mir etwas helfen. Die Vordergabel war Schrott, also musst du eine neue besorgen. Und irgendjemand hat mein Schweißgerät gestohlen. Kannst du dir das vorstellen? Ohne das kann ich nicht fertig werden. Und außerdem habe ich den Tank repariert, war gerissen. Aber du hast kein Benzin mehr und ich habe auch keins. Ich muss aus dieser Stadt raus, schnell. Probleme mit dem Gesetz? Nicht in diesem Bezirk. Warum dann die Eile? Meine Gang steckt in Schwierigkeiten. Die Polecats? Woher weißt du das? Steht hinten auf deiner Jacke. Sie sind auf dem Weg in eine Falle, darum muss ich sie erwischen. Dann bringen wir diesen bösen Jungen besser wieder auf die Straße, hm? Ich kann dich nicht bezahlen. Hey, diesmal ist es gratis. Ich habe schon ewig nichts mehr angefasst außer Toastern. Mal wieder so eine Maschine in die Finger zu kriegen, war mir ein Vergnügen. Nun, danke. Ja, ist schon gut. Wo soll ich den ganzen Kram finden? Das kriegst du schon hin, starker Mann. Egal, das finde ich schon selber raus. Was immer dir die Haare zurückweht. Sag mir Bescheid, wenn du was gegen Kopfschmerzen brauchst oder so. Wer ist das? Oh, das bin ich und mein Onkel Pete. Er hat sich auf dieser Nerzfarm um mich gekümmert, nachdem Dad abgehauen war. Als er starb, habe ich sie geerbt. Du hast eine Nerzfarm? Naja, das Teil war schon lange bevor Onkel Pete starb am Ende. Aber ich gehe immer noch hin, wenn ich mal eine Weile Ruhe brauche. Du bist noch nicht tot. Dann habe ich was bei dir gut. Ich habe gehört, du hast mir das Leben gerettet. Ja, aber keine Sorge. War nicht meine Absicht. Ich war nur auf der Suche nach ein paar netten Katastrophenfotos. Wen interessiert ein Bild, auf dem ich verblute? Es geht nicht ums Blut. Es geht um die Art, wie du verknotet warst. Du hast ausgesehen wie eine Brezel. Ich muss einen Hinterhalt verhindern. Hinterhalt? Wirklich? Wo? Irgendwo zwischen hier und Corville. Meine Gang begleitet ein paar VIPs zur Corley Motors Aktionärsversammlung. Und an der Straße wartet irgendwo ein Hinterhalt auf sie. Ich
ich... Ja? Das ist nicht leicht für mich. Ich brauche... Komm schon, Mann. Spuck's aus. Kannst du mich nachher im Auto mitnehmen? Ich muss diesen Hinterhalt vereiteln. Du hast recht. Wir müssen zu diesem Hinterhalt. In Ordnung. Aber ich fürchte, ich bin zurzeit nicht motorisiert. Wie sind wir dann hierher gekommen? Per Anhalter. Tja, dann gehe ich wohl besser. In Ordnung. Und fahr vorsichtiger. Finger weg von meiner Zeitung! Danke fürs Mitnehmen. Jetzt habe ich was bei dir gut.